So, jetzt sind wir in Scharnitz angekommen, sind heute Morgen vom Gardasee losgefahren, wollen noch mal eine schöne Nacht auf dem Karwendelhaus verbringen, weil da waren wir jetzt im August schon, sind wir dran vorbeigekommen. Und dann dachten wir, das war so geil da, da fahren wir noch mal hin und hoffen, dass wir zwei super Tage haben. Wetter wird auch super geil. Schau mal, wird schon klappen. Los geht's. Von Scharnitz geht es nun ca. 15 Kilometer durch das Karwendeltal hinauf zum Karwendelhaus. Zuerst immer noch recht weit oben, oberhalb der Karwendelschlucht und dann teilweise direkt am Karwendelbach. Und da das Tal für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist und es auch keine Bergbahn gibt, ist das Karwendelhaus wirklich ausschließlich nur zu Fuß oder mit dem Bike erreichbar. Bis zur Angeralm verlief der Weg ja noch so ohne längere Steigungen im Taleinschnitt. Ab jetzt wird es steiler und es geht in Serpentinen bis zur Hochalm hinauf. Thank you.
so ab und zu über den Schnee drüber kommt. Ja, was gibt es Schöneres als einen Abend auf der Hütte? Man isst, trinkt und genießt noch ein bisschen die Natur. Und nachdem der Hüttenwirt noch eine Vorausschau auf den morgigen Tag gegeben hat, herrscht ab 22 Uhr dann Hüttenruhe. Und es ist nichts weiter zu hören als das Brunzen der Hirsche im Karwendel.